So, ja, klein bisschen schon im Spiel drin hier. Sorry dafür. Ich musste gerade noch irgendwie ein bisschen an den Einstellungen rumtüdeln. Moin, moin, liebe Leute und herzlich willkommen. Erstmal natürlich wie immer zu einem weiteren Replay von World of Tanks. Heute unterwegs, ihr seht es schon, den Panzer kennt jeder. Selbst die Leute, die kein WoT spielen, das ist der Tiger 1. Und ja, hier als Top-Tier unterwegs. Ja, wie oft hatte ich das, mit dem Tiger Top-Tier zu sein? Ich glaube, einmal von 80 Spielen oder so. Ich weiß es nicht genau. Sowas wünscht man sich auf jeden Fall. Und oh, schöner Treffer hier, 309 auf den T20. Der denkt sich auch gerade so, meh, sowas Blödes. Und dann, oh, guck mal, kurzer Prozess gemacht hier. Der hat irgendwie, vielleicht konnte er nicht mehr reagieren, weil er gekettet war oder was auch immer. Auf jeden Fall ist der raus. So, das hat er sich bestimmt anders vorgestellt, nach anderthalb Minuten. Hier gleich mal wieder in die Garage zurückzugehen. Ja, der fährt hier sehr offensiv, aber das muss man mit dem Tiger auch, wenn man Top-Tier ist. Ein sehr, sehr schöner Panzer. Aber das Problem ist halt... Ah, guck mal, Kill Nummer 2 gleich. Sehr gut. Oh, schade, da hätte er fast Kill Nummer 3 noch abholen können hier. Aber eventuell mit ein bisschen Glück, mit ein bisschen Glück. Ah, holt er sich auch noch Kill Nummer 3. Die Super Hellcat ist auch draußen. Was für ein Start. Da steht 3 zu 2 oder Tiger 1 Spieler hier, Kampfkeks. Der hat schon mal eben 3 Kills. Ich wollte gerade sagen, das war das jetzt Kill Nummer 4. Da muss ich erstmal gucken. Aber trotzdem ein ziemlich genialer Start. So nach 2 Minuten schon mal 3 Kills auf der Uhr haben und 1300 Schaden knapp. Geht schlechter. Und am Anfang hat er noch ein paar Mal geschossen. Ich weiß jetzt nicht, ob er da vielleicht auch noch was blind getroffen hat sogar. Aber wir gehen natürlich wie immer davon aus, was er hier auf der Uhr stehen hat aktuell. Und er ist jetzt hier sehr offensiv. Das macht er auch ganz gut. Ja, da der Eagle, der fährt jetzt hier. Ne, der fährt gar nicht zurück. Und jetzt wird er gar nicht mehr anvisiert. Oh, ich glaube, oder? Hat er aufgegeben? Ne, hat nicht aufgegeben. Ich dachte gerade, er hat aufgegeben. Oh nein, 31 bleiben stehen. Jetzt mal ein Abpraller, das wäre gut. Das wäre gut. Er schießt gar nicht mehr. Okay. Ach, guck mal, da ist der Nächste. Alter Schwede, was für eine Runde. AC4 Experimental. Der jetzt hier schießt. Und das ist komisch, oder? Er hat noch nicht einen Schuss geblockt, tatsächlich. Kann jetzt hier aber schon mal Kill Nummer 5 mitnehmen. Ja, nach 3 Minuten 5 Kills, okay. Und hier geht's weiter, IS-2 steht da vorne. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen, der IS-2 verteilt nämlich ordentlich Schellen. Aber jetzt verteilt er keine Schellen mehr, denn er holt sich jetzt hier mit Kill Nummer 6 den Krieger. Nach 3,5 Minuten. Die Hellcat von der Seite, du musst wegfahren. Oh, er ist gekettet, das geht nicht. 76 HP, das ist aber hässlich. Ah, schöner Treffer hier auf die Hellketten. Jetzt wird es mal Zeit für den ersten Bouncer am besten. Denn ansonsten ist das hier gleich vorbei, der Spaß. Oh, und er nimmt die Hellcat raus. Ich tippe mal, hat das Ammo, das Munitionslager getroffen oder den Ladeschützen oder sowas, dass die Hellcat länger nachladen musste, weil der hätte sonst locker nochmal geschossen, oder? Das war ja komisch. Auf jeden Fall 8 Kills. Und das Ganze geht noch nicht, das geht gerade mal 4 Minuten hier, Leute, ja. Okay, das ist eine Runde, da muss ich ja irgendwie 2 Folgen irgendwie zusammenfügen, weil es ja sonst viel zu schnell war. Na gut, Rape, ja. Würde ich auch so sehen. Schöne, geile Runde. Und wir gehen mal in die Auswertung, auch wenn es kurz und schmerzhaft war für die Gegner. Gucken wir mal, was da so angezeigt wird. So, Tiger One takes no prisoners. Ja, das würde ich auch so sagen. Panzer gemeistert, Hand Gottes bekommen. Er hat aber, glaube ich, nicht einen einzigen Schadenspunkt geblockt, ja. Also das muss man sich mal reinziehen. Damals sind die an einem Tiger 1 verzweifelt, ja. Und jetzt kann er nicht einen Schuss blocken. Aber gut. Hand Gottes bekommen, Schläger bekommen, Duellant bekommen, Wirkungsfeuer bekommen, Radley Walters, Großkaliber und Krieger. Exciting City Brawl in a Tiger. Ja, also spannender Nahkampf im Tiger. Auf jeden Fall. Wundert mich, wie gesagt, dass die Hellcat da nicht nochmal geschossen hat. Die hätte ihn sicherlich rausnehmen können. Also ob da irgendwas... Muss ja irgendwas kaputt gegangen sein.
Kann man das hier nicht sehen? Sieht man nur die Crits, aber nicht was. Schade. Naja gut, so, dann gucken wir mal in die Auswertung. 1345 Basis-EP, das ist durchaus eine nette Runde, kann man mal so haben. Und im Detailed Report können wir sehen, er hat 23 Mal geschossen, 18 Mal getroffen, 17 davon gingen durch. Insgesamt 3768 Schaden gemacht, wow. 7 Treffer erhalten, 7 gingen durch. Das ist ein Tiger 1. Leute, da prallt bei einem Even 90 mehr ab. Wenn, also das weiß ich nicht, was Wargaming sich dabei gedacht hat, den Tiger so schwach zu machen. Finde ich nicht gut. Aber okay, er hat überlebt, er hat hier gut rausgerotzt und hat ordentlich Schaden gemacht und so. Insofern war es nicht ganz so schlimm. Aber trotzdem, ein Tiger 1, der nicht als Top-Tier nicht einen Schuss irgendwie bounced, das ist schon ein bisschen traurig. Ah, gut, was soll's. So, er hat einen Gegner gesichtet, er hat 9 beschädigt, 8 zerstört, 417 Unterstützungsschaden bekommen und ist nicht ganz einen Kilometer gefahren. Und konnte hier mit seinem Premium-Account 34.774 Credits Gewinn machen. Und mal eben 8 Kills und 3.700 Schaden in 4 Minuten 21 Sekunden. Ja, das ist schon echt eine Hausnummer. Ja, und da das Ganze jetzt so kurz war, wird wahrscheinlich hier dann nochmal irgendwie demnächst eine andere kurze Runde mit zugefügt. Und dann seht ihr halt 2 Videos in einem. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Irgendwie kriege ich das bestimmt hin. Jetzt bin ich auf jeden Fall erstmal raus und sage allen einen schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer das guckt. Und bis demnächst, liebe Leute. Ciao, ciao. Ja, moin, moin, liebe Leute. Und herzlich willkommen zu einem weiteren Replay von World of Tanks. Und der Mann, der hier so rumzappelt, das ist der gute Richtgriff. Der spielt hier heute in seinem Churchill 3. Und ich hoffe mal, dass, wenn es losgeht, er sich ein klein bisschen mehr konzentriert und na, das ist doch schon los. So, erstmal, ja, moin moin an alle. Und wir gucken mal, was hier geht. Fjorde wird gespielt. Letztes Mal, als ich ein Replay von Frank hatte, da war in seinem Panther M10. Und war auch auf Fjorde, auch auf der Seite. Und hat nachher eine Runde mit, ich weiß gar nicht, 7 Kills, glaube ich, oder so abgeschlossen. Hat nachher noch gegen 2 KV-2 gekämpft und hat gewonnen. Ist glücklich, aber er hat gewonnen. Das ist das, was im Endeffekt zählt. Und heute gucken wir mal, was er hier mit seinem Churchill 3 macht. Er ist hier, wie wir sehen können, erstmal natürlich, wir spielen Fjorde als Standardgefecht. 2 Artis pro Team. Und er ist hier als Top-Tier-Heavy unterwegs. Der Churchill 3 ist ja der, ist das müsste der Premium-Panzer sein, ne? Auf Russenseite, glaube ich. Oder ist das, ob ja. Ich verwechsel die ganzen Churchills mit ihren Nummern immer dahinter. Weil ich glaube, der Churchill 3 ist der Premium-Panzer, der so schnell schießen kann und als Top-Tier auch ziemlich gut drauf ist eigentlich. Ja, wir gucken mal, was hier geht. Der T6 Medium, der Panzer 3J. Die fahren hier jetzt rum. Da kommt T14. Zu nett. Ja, aber Frank, immer schön hier. Aber im T14 ist es natürlich trotzdem schwierig, da ranzukommen. Ja, Gunport ist, glaube ich, die bessere Wahl. Ah, das sieht ganz gut aus. Der T14 ist hier gebounced. Jetzt hat er noch mit T14 nochmal einen Crit hinterhergelegt. Aber immer noch gebounced, also quasi keinen Schaden gemacht, das ist schon mal gut. Ja, jetzt kommen hier noch ein paar Gegner mehr. Wir sehen hier rechts den Churchill 1, dann ist da noch die Zoo. Macht er jetzt auch gerade weg. Er hat übrigens auf Gold umgeladen. Und benutzt hier auch immer noch Gold. Oh, schön, Zoo ausgenommen hier. Jetzt kriegt der nächste Patient, ist der Panzer 3J. Der macht, sieht jetzt zu, dass er hier ganz schnell wieder wegkommt. Ja, Churchill 1, der sollte jetzt nicht so das Problem sein. Da ist auch schon der erste Bouncer vom Churchill 1. Oh, zack. Jawohl. Und das Goldgespimmel geht weiter. Aber gerade hier bei den Panzern auch erstmal wegmachen und dann kann man nachher im Notfall sonst die normale Munition gegen leichtere Ziele nehmen. Jetzt kommt hier der nächste angefahren. Das hört ja gar nicht mehr auf. Der gegnerische Panzer 3J links von ihm ist mittlerweile übrigens weg. Da hat der eigene Panzer 3J dann doch mal ein bisschen mitgespielt und hat hier. Und da kommt der nächste Panzer, AMX-40. Oh, jetzt wird's lustig. Mal gucken, ob er da durchkommt. Oh, mit Auto-Aim. Das hat schon mal nicht geklappt, aber das sieht gut aus jetzt hier.
Schießt, ah doch, der RMX schießt, okay, aber halt nicht auf Frank, sondern auf irgendeinen Panzer hinter Frank. Und da ist der nächste gleich. Also wenn man hier unten rumfährt, kann man jede Menge Spaß haben. Ja, so nach 3 Minuten, na, schon mal eben so knapp 3000 Schaden und 1600 geblockt. Das ist jetzt nicht so schlecht. Ja, da muss er erstmal ranfahren und nochmal spotten, glaube ich. Oh, schön, aus der Fahrt raus. Oh, den nächsten. Ah, wer hätte er vorher gestoppt, hätte er den da mitnehmen können als Kill noch. Ärgerlich, ärgerlich. Aber ich sag mal, mit 4 Kills ist er hier auch schon echt richtig, richtig gut dabei. Vor allem auch der Schaden und der geblockte Schaden, den er hier schon jetzt auf dem Konto hat, der ist mal richtig nice. Da kommt er bestimmt auch gleich gut ran. Nee, doch nicht, der Lux. Doch. Oh, schade. Da kam Artischuss. Der ist genau hinter Frank eingeschlagen. Da hat er Glück, dass er da gerade den Vorwärtsgang eingelegt hat und mal so ein klein bisschen nach vorne gedrückt ist. Und die Arti dachte sich so, ja super, voll eingezielt, geschossen und genau dann fährt er nach vorne. Ja, manchmal ist das so. Na, soll er jetzt auch noch gleich ein bisschen Artis klatschen? Sicherlich. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Er hat übrigens jetzt wieder umgeladen, weil für die Dinger, da braucht er auf jeden Fall kein Goldmunition mehr. Die andere Arti, was haben wir dann noch? AMX-105 AM. Die Franzosen-Artis sind ja relativ schnell. Das heißt, die könnte tatsächlich schon irgendwo A4, A5 da so die Ecke stehen. Oder die steht halt hier links von Frank bei B1 irgendwo im Busch vielleicht und hat noch nicht geschossen. Er geht hier auf. Das heißt, eigentlich da muss noch irgendwo einer stehen hier. Ansonsten kann er hier doch gar nicht aufgehen. Oder sehe ich das gerade falsch? Ist nicht. Glaubt man nicht. Ja, siehst du? Da ist die Arti. Kritischer Treffer. Ja, schön. Pascucci jetzt auch noch gesichert. Und 7 Kills. Ja, mal gucken. Noch einer für die Redley. Komm, 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 komm. Da macht er nur einen Crit beim eigentlichen Killshot. So ein mega Nervkram. Damit wird es sicherlich bei 7 Kills bleiben, denn der BT-7, der steht oben bei A8. Ja, da ist er ja auch gerade schon raus. Aber das war mega ärgerlich, dass er hier den Valiant jetzt nicht noch kriegt. Aber gut. Also ich glaube, dass wir den geärgert haben, aber nichtsdestotrotz eine mega heftige Runde. Und wir gehen mal in die Übersicht und gucken, was er da gerissen hat. Tjo, da sind wir auch schon. Mach mal hier die Dinger rein, dass ihr dann nochmal gucken könnt. Ne? Falls ihr ein Replay habt, liebe Leute, rob2k@web.de, flens1980 ingame oder Discord Teilzeitwickinger, Link steht unten in der Beschreibung. Da könnt ihr mir gerne die Replay schicken. Natürlich könnt ihr auch so gerne mal auf den Teilzeitwickinger Discord draufkommen, das ist gar kein Thema. Zum Mitspielen zum Beispiel oder zum Schnacken, da sind immer relativ viele Leute online, die halt auch genauso vernünftig sind wie ich zum Beispiel und mit dem man auch ganz gut spielen kann. So, ja, wir gucken mal. Panzer gemeistert hier, schönes Ding. Hand Gottes bekommen, Schläger bekommen, Duellant bekommen, Wirkungsfeuer bekommen, Kugel sicher bekommen, Pascucci-Medaille für 2 Artillerie-Geschütze kaputt machen. Cool-Headed ist, das ist Stahlwand und das ist, fällt mir gerade nicht ein, Großkaliber und Krieger. So, er hat hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 von 15 Panzer hat er bekämpft in irgendeiner Art und Weise. Hier hat Schaden gemacht, zerstört, gespottet. Irgendwas hat er damit gemacht. Also das war auf jeden Fall ja, eine herausragende Leistung, würde ich sagen. Dann gucken wir mal in die Teamübersicht. Ja, mal eben so 2468 Basis-EP gemacht. Ja. Das ist auf jeden Fall mega heftig. So viel habe ich, glaube ich, noch nie gesehen irgendwo. Also, dass man 2000 schon erreicht. Basis-EP ist ja schon ein Knaller, ne? Aber das hier sind ja nochmal fast 500 mehr. Ja, krasse Nummer. Schönes Ding, Frank. Hast du gut gemacht. 3735 Schaden geschossen, 7 Kills. Das war auf jeden Fall heftig. 71 Mal hat er geschossen, 61 Mal hat er getroffen, 52 davon ging durch. Hätte er jetzt 51 Penetrationstreffer gehabt, wäre es noch ein bisschen cooler gewesen. Aber gut, man kann nicht alles haben. So ist natürlich
Statistik quasi noch ein bisschen besser. Ne? Er wurde 25 Mal getroffen, allerdings gingen davon nur drei durch, oder lediglich gingen nur drei durch. Das ist auch richtig gut erklärt. Er konnte genau 1600 Schaden blocken, er hat drei Gegner gesichtet, er hat 11 beschädigt, 7 zerstört und hat sogar noch 47 Unterstützungsschaden mitgenommen. Ja, alles mitnehmen, was man kriegen kann. 1,47 Kilometer ist er gefahren und mit seinem Premium-Account hat er mal eben 24.299 Credits miese gemacht. Aber, ja, wenn man hier sieht, 125.655 an Ammo Resupply, das ist natürlich heftig, aber irgendwas ist ja immer. Bei so einer Runde ist es dann, glaube ich, auch ziemlich egal. Wie gesagt, Panzer gemeistert und mal eben 2.500 Basis-EP gemacht. Richtig, richtig krass. Ja, das Ganze ging gerade mal 5 Minuten 42 und in der Zeit dann mal locker hier so 3.700 Schaden schießen. Das ist auf jeden Fall selbst für Frank schon eine ziemlich gute Runde, oder Frank? Ich glaube schon. Also ja, wie gesagt, Glückwunsch zum Meister und zu der Runde. Das war eine sehr, sehr gute Runde. Schön zu kommentieren. Und ja, ich bin jetzt erstmal raus und wünsche euch allen einen schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer ihr das guckt. Und bis demnächst, liebe Leute. Ciao, ciao.